Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Ja, heute geht es mal wieder um den Grill und zwar bin ich oft gefragt worden, Mensch, was hat es denn mit diesem Baron auf sich? Und den bräuchlichen Baron zeige ich euch heute mal, wie der aussieht und wo der sich auch von dem bräuchlichen Riegel unterscheidet. Viel Spaß dabei! Ja, wenn man jetzt die beiden Grills so anguckt, also wir haben hier den Baron und wir haben links den Riegel, sehen die auf den ersten Blick, gerade wenn man im Laden mal vorbeikommt, relativ ähnlich aus. Aber die haben doch ein bisschen Unterschiede miteinander. Also beim Riegel hast du hier einen Edelstahlgrill drin, aber wir wollen Edelstahlrost drin, aber die wollen wir uns ja nicht angucken, sondern wir wollen uns hier den Baron angucken. Und zwar der hat Nussroste. Finde ich persönlich sogar einen Tick weit besser. Und dann ist der ganz große Unterschied zwischen den Modellen, der hat halt keine komplette Gusswanne. Weil die Riegels haben eine Gusswanne, die so eine Edelstahlverkleidung haben und der Baron, der hat nur Seitenteile aus Guss und hat unten drin ein Edelstahlblech ringsum gelegt. Dadurch hat der natürlich nicht so eine hohe Wärmekapazität wie der Riegel. Also der Riegel kommt so locker 350 Grad, wobei der hier knapp über 300 schon am Anschlag ist. Also da ist nicht ganz so viel Bums dabei. Als Brenner haben die ganz genauso diese Dual-Tube-Brenner verbaut. Das sind die hier mit dem Staurohr drin, dass man eine relativ gute Hitzeverteilung von vorne bis nach hinten hat. Dann, was er nicht hat, ist die Beleuchtung. Und wir haben die Zündung hier noch mit einem aufgesetzten Zünder. Und bei den neuen Riegels ist der Zünder innenliegend. Auch bei dem Brenner an der Seite sieht man, was gespart wurde. Hier ist praktisch nicht mehr dieser Gussständer drin, sondern hier ist diese emaillierte Drahtgeschichte drin. Was der jetzt als Feature aber mehr hat, was der Riegel zum Beispiel nicht hat, ist, dass man die Seitenteile ganz einfach abklappen kann. Finde ich immer eine praktische Nummer. Dadurch merkt man natürlich, fehlt es dem auch so, aber so ein bisschen auf der anderen Seite wieder ein bisschen an Material, an Wuchtigkeit. Also ist immer noch ein super Grill, aber hat natürlich diese Abstriche. Von der Grillfläche ist es ähnlich, allerdings von der Tiefe ein paar Zentimeter weniger. Ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher immer noch ausreichend. Auch bei der Haubenhöhe sehen wir, wenn wir jetzt mal im direkten Vergleich sehen, sind doch ein paar Zentimeter weniger als bei der Riegelhaube. Und wir haben immer noch genug Platz für ein Bierhühnchen, weil das ist ja das, wofür die Deckelhaubenhöhe, wofür wir die brauchen. Wir haben jetzt hier einen 440 stehen, also der heißt 4 Brenner und Seitenkocher. Der hat jetzt keinen Heckbrenner verbaut. Gibt die Varianten aber auch im Heckbrenner. Ohne Heckbrenner liegt der jetzt bei 899 Euro. Und ja, ist mal ein Kampfangebot. Wir kriegen sogar hier unten die 11 Kilo Gasflasche rein. Und haben hier drüben das natürlich so ein bisschen komisch verbaut, muss man sagen. Also wir haben hier drüben dieses Stabilisierungsblech, das finden wir bei diesen anderen Grills nicht. Ja, man kann sagen, Brennertechnik ist dieselbe. Also man hat natürlich diese Abstriche, die man unten mit der Wanne hat, mit der anderen Höhe und diesen bisschen anders verbauten Unterwagen. Und wer jetzt auf den Euro gucken muss und ein Schnäppchen ziehen will, der ist mit dem Baron absolut auf der rechten Seite. Wer sagen will, der will noch was Größeres, was Solideres, was auch diese Beleuchtung hat, der sollte dann eher zum Riegel greifen. Ja, wenn euch diese kleine Beratung hier gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Ach, eins noch, kauft einfach die Grills, zu denen ihr Lust habt. Also ich will euch da nicht anstiften, dass ihr sagt, ihr müsst unbedingt Bräuchlichen Grills kaufen. Wenn er tut, ist es eine schöne Sache. Wenn ihr irgendeinen anderen Grill kauft oder mit dem zufrieden seid, den ihr zu Hause habt, ist auch absolut in Ordnung.